Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer hier in Tradesim World. Ich habe mir mal ein neues Spielzeug geholt und zwar von The Forge Simulation die BA0110, bzw. das ganze Pack dazu für 22 Pfund. Ist von der Bewertung her gar nicht mal so schlecht. Ich bin jetzt selber schon zwei, dreimal mit der gefahren. Ist ziemlich geil, die Lok. Ist auf realistisch umgesetzt. Wir fahren sie aber heute in meinem simplen Modus. Das reichen wir jetzt im Realistic-Modus noch nicht ganz zu mit der. Aber richtig schön zu fahren. Schöner Sound. Sieht auch optisch richtig gut aus. Wenn wir uns mal hier das Triebwerk hier angucken. Hammergeil umgesetzt. Und die Wagen kommt gleich auch mit dazu. Und ich dachte, ja, okay. Lass uns doch einfach mal eine Sonderfahrt hier von Wörgl nach Innsbruck fahren. Mit Halt in Jembach und Halt in Tirol, da hatte ich jetzt mal gedacht. Und dann hoffen wir mal, dass es hier gut funktioniert. Die Strecke an sich ist die RSSO-Strecke von Wörgl zum Brenner hoch, inklusive dem Upgrade-Pack, was auf racim.de gibt. Ich meine, dass die Berge da hinten so komisch aussieht, ja, ist halt so. Aber ansonsten sieht die Strecke eigentlich einigermaßen gut aus. Als Szenario-Grundlage habe ich einen Real Drive genommen. Das heißt, alles Mögliche da vorne kann passieren. Wissen wir jetzt noch nicht. Und ich würde sagen, die 01 machen wir jetzt hier mal betriebsbereit. Dazu muss ich erstmal mal schnell ein kleines Helferlein aufmachen. Nennt sich Handbuch. Ich weiß nämlich, die Tastenkombi ist noch nicht ganz auswendig. Mal ganz kurz schauen, bei den Wagen, die dürfen 140 fahren. Okay, wunderbar. Das heißt, wir können heute mal 140 erreichen, das darf auch die Lok. So sieht es hier drinnen aus. Wirklich toll detailliert. Öl befeuert. Das war Stellwerk 7 gerade. Ich gerade mal direkt abschalten. Hammergeil. Okay, damit ich ein bisschen Spaß bei der Fahrt habe, werden wir zuerst mal den Simulationsmodus ändern. Geht mit Shift M, dann sind wir auf Simple. Ich werde mir meinen Heizer holen. Steuerung Shift R. So, dann kann der schon mal anfangen. Dann würde ich sagen, mache ich aber wenigstens PCB an. So, läuft an. Sehr gut. PZB Zugart, das ist mit Steuerung 8. Gehen wir mal auf obere. M, U, O. Gut, hätten wir das. Dann brauchen wir noch die Lichtmaschine. Die ist mit U. Und dann können wir die Lichter anmachen. So. Wir können auch die Triebwerksbeleuchtung mit anmachen. Sieht dann so aus. Ah, geil. Ich weiß noch nicht, ob wir sie anlassen. Ach, wisst ihr was? Wir lassen es mal an. Da sollen die Leute mal schön unser Triebwerk sehen. Lichter sind an, das passt. Gut. Wir haben auch unterschiedliche Pfeifen. Die werden wir noch bei der Fahrt hören. Ich glaube, Türen auf. Sollen die Leute mal ein- und aussteigen hier. Ich habe es noch gar nicht getestet. Haben wir da eigentlich eine Innenansicht? Wir haben... bisschen braun. Ist das eine Steckdose? Ja, das sieht eher wie Klimasteuerung ein. Ja, wobei, das ist eigentlich das da oben. Was ist dann das da unten? Ja, überschaubar. Auf zwei Seiten. Bei jedem Wagen gleich. Die Türen sind gerade zugegangen. Ich würde sagen, wir fahren ab. So. Wir lösen die Bremsen. Zylinder klappt mal auf. Sieht gut aus. Wir haben Ausfahrt. So. Also ja, na gut. Richtungswender nach vorne wäre natürlich nur hitverdächtig. Ich hoffe mal, das wird eine reibungslose Fahrt. Ja.
habe tatsächlich schon ein zweites Video vorbereitet mit der 01. Das ist ein Szenario mit einer IGE-Sonderfahrt. Auf der Pinzgau-Talbahn, glaube ich, heißt es. Oh, da sind schräge Sachen passiert. Muss ich aber noch nachvertun. Aber ich dachte, jetzt fahren wir erstmal hier die Sonderfahrt. Ah, wie geil. Da mit den unterschiedlichen Stößen hier. Das ist einfach eine schöne Lokomotive. Okay. Wollen wir mal auf Geschwindigkeit kommen. Ich denke mal, so in einer Viertelstunde sollte man hier in Gembach sein, wenn wir hier auf volle Geschwindigkeit kommen. Schauen wir mal gut aus, gehen wir mit dem Regler nach hinten. Hammer! Bin glücklich. 100! Ja, kriegen wir hin. Boah, einmal das Signal ins Gesicht rein. So, noch die Kessel. Dann geht's gut. Der Roller, Spaß. Bin mal gespannt, ob wir verkehrstechnisch ein bisschen was sehen hier beim Real Drive. Sollten eigentlich. Jo, grüne Welle. Machen wir links raus. Gut. Ah, ich hätte jetzt so gelacht, wenn wir hier in den Tunnel reingefahren wären. Wäre eine ganz ideale jetzt für unsere Sonderfahrt. Gut, Gas geben. 140. Unser Goal. Sehr gut. Gessler? Wir verlieren. Aber Gembach ist irgendwie so ein Muss, dass wir da stehen bleiben. Gerade wenn wir hier die Aachen-Siegbahn haben, dass die Kollegen da mal ein bisschen Spaß an haben. Und ein paar Leute können dann hier aussteigen, weiter mit der Aachen-Siegbahn nach oben oder wieder runter. Mensch, mit der bin ich auch schon lange nicht mehr gefahren. Immer wieder Zeit. Bestimmt jetzt schon 10, 12 Jahre her. Zwischendrin wäre sie fast mal bankrott gegangen. Am Tiroler hat sie dann Gott sei Dank gerettet. Aber das war eine Diskussion, ob sie das auch wirklich tun. Oh, oh, ich sehe da gelbe Sachen. Aua, das tat jetzt ein bisschen weh. Hinter 20. Bitteschön. Ja, da kommt eine
Talent entgegen. So, hier wieder Bueno. Wieder Full Speed. Gestern ist er ein bisschen low. Bin ich nicht so der Fan. Das mit Verbrauch aus. Ja, so wäre es eigentlich gar nicht schlecht. Das ist der Speeding da hinten. War wieder 160. Nee, wir gehen auch runter. 10,9. Ah, das stört mich irgendwie, aber... Gibt es Schlimmeres, solange es hier in der Nähe einigermaßen okay aussieht. Ich glaube, ich muss mal einen anderen Shader hier ausprobieren, von Erwin Hansen. Einsehen. Da ist schon wieder Gelb da vorne. Was ist da los? Ah, jetzt nicht mehr. Ich glaube, vor uns fährt irgendwas. Nächste Durchfahrt Rattenberg. Schönen Weihnachtsmarkt dort. Ja, doch. Pfeife gefällt. Geht ein Grußpunkt meinerseits. Bisschen unschön, wie er wieder aufhört. In der Variante. Aber ansonsten, der Sound ist ganz nett. Okay, passt. Und wir sind beim VMAX Rattenberg. Einsehen und tschüss. Heute ohne Halt. Den lässt du ganz wegnehmen. Sag mal, lieber Heizer, tu mal ein bisschen einheizen. Würde ich toll finden. Oh, es wurde dunkel. Ich glaube, wir können hier drin auch die Lichter anmachen. Yes. Lass mal die mal kurz an. Da kommen noch ein paar Tunnel. Gute Kollege, der warten muss. Ja, wobei, der ist da abgebügelt. Ich glaube, der steht da noch ein bisschen länger. Es wäre doch interessant, mit der mal so eine richtig schöne Bergstrecke zu fahren. Ich glaube, dann, ups, dann wird es herausfordernd. Es ist schon krass, eine Lok bei 140 zu sehen. Vor allem, was dabei halt im Triebwerk abgeht. Das ist schon irgendwie beängstigend. Wenn man sich mal vorstellt, wenn da jetzt irgendwas kaputt geht oder eine Stange sich löst, die ist, das ist eine Rakete in irgendeine Richtung dann. Gut. Abgesehen davon, eine Dampflok ist sowieso eine fade Bombe. Aber eine schöne. Da kann ich ja gar nicht Gas geben.
Ich glaube, mit Redrive habe ich jetzt gerade irgendwie Glück. Ein Zug vor mir. So, einmal runter, 35. Das ging auch mal wieder gegen den Schädel. Ach ja, Details. Wie ist das Ganze eigentlich vom Wagen aus? Mal kurz reingehen. Sogar hier die Lichter an. Oh, cool. Und das mit L-Steuer. Interessant zu wissen. Und da hinten ist auch schon Jennbach. Ja, schauen wir mal, dass wir hier sauber anhalten. Oi, oi, oi. Hier ist schön wackelig hier. Plattform 2. Ah, ich würde irgendwie so gerne auf der Plattform stehen und die Einfahrt beobachten. Gehst du jetzt mehr rein? Sollen das? So. Ja, sehr nice. Gut. Geht das Beste anhalten, aber könnte schlechter sein. Sind sie offen? Sehr gut. So, was geht denn hier ab? Abfahrt. Regionale. Wie spät ist es? 14 Uhr. Hier. Regionalexpress. Intercity oder City Regionalexpress. Alles einigermaßen pünktlich. Aber irgendeine Meldung hat es da unten. Aber das ist nicht lesbar. So, Aachenseebahn. Hier geht nichts ab. Das sieht mittlerweile ein bisschen anders aus. Haben sie ein bisschen neu gemacht. Das da ist leider auch nicht mehr da. Finde ich ein bisschen schade. Ich weiß gar nicht, wo das hingekommen ist. Ansonsten hier wird es dann raufgehen. Hier ist auch nicht viel am Abgehen. Ist eigentlich auch eine interessante Strecke für TS Classic, wenn sie die umsetzen würden. Die Gleise sind so schmal. Sofort an die Pinzgaubahn denken. Oh, die schauen auch geil aus. Kann man die nutzen? Und zumindest hier nichts machen.
Müssen wir sich mal im Editor angucken, ob die nutzbar wären. Okay, dann würde ich mal sagen. Mache ich hier mal ganz kurz einen kleinen Schnitt für euch. Wir sehen uns gleich wieder. Sedele, da bin ich wieder da. Ich habe mir schnell vom Bahnhofscafé einen Kaffee geholt. Mit Fleischkäse. So, ein bisschen Abfahrt bereit. Einmal lösen. Und ein Pfiff hinterher. Los geht's. Ah, oh, die ist offen. Einfach schön. Ja, doch, nee. Soundaufnahme haben sie wirklich gut gemacht. Und stelle ich mir schon nicht einfach vor, wenn der Dampf lockt, da den Sound sauber aufzunehmen. Gerade mit den ganzen Nebengeräuschen, was du da hast. So, Hall, nächster Halt. Also. Maximale Leistung. Jetzt durchblasen. Sehr gut. Also 10 Minuten bis im Hall, lange soll es nicht gehen. Boah, ich jetzt echt nichts in Real gegen so einen österreichischen Fleischkäse. Das liebe ich einfach. Mensch, man könnte das irgendwie importieren. Und in den nächsten Wochen kommt ein neuer Hasler-Tacho. Mittlerweile kann ich, glaube ich, dann langsam ein Museum aufmachen. Die ÜBB-Variante, beziehungsweise, ja, das ist falsch jetzt gesagt, das ist einfach eine andere Bauform vom RT12. Und ich werde euch da gerade mal zeigen, der geht dann bis, ja, 180 kann, ja. Das, denke ich mal, wird mein primärer Tacho sein von der Geschwindigkeit her. Und die anderen, sobald ich die Software irgendwie fertig habe dafür, wollte ich dann eventuell vor, dann als fertiges Ding zu verkaufen mit Halterungen und allem. Dass man das dann quasi einfach am PC anschließen kann, Strom anschließen und dann kann man den echten Tacho nutzen bei einem Simulator seiner Wahl. Also momentan ähnlich für eben die großen Simray, Trainsimulator, TS Classic und Train Driver 2. Und TD2 und TS Classic funktioniert eigentlich soweit einwandfrei. Fancy World muss ich ausprobieren, aber Simrail, er ist noch ein bisschen knackig. Da war es noch irgendwie schön, wenn da ein API kommt. Und ein bisschen mehr Community-Kommunikation. Jetzt, Stand von dem Video, haben sie gerade mal so ein Update rausgemacht, was sie in der letzten Woche gemacht haben. Wenn sie das regelmäßig machen würden, dann nehme ich Kritik zurück. Aber ansonsten ist es relativ ruhig, außer mit den Bildern. Und
wo man gar nichts hört, das ist von den Third-Party-Entwicklern irgendwie. Also man weiß, sie sind da, sie tun irgendwas, aber nicht was genau. Oh oh. Kesseldruck ist not bueno. 10,3. Oh, geil. Wie das aussieht. Oh, ich denke, wir werden das mal hier mal ein bisschen einpendeln. Zwecks Druck. Wir haben ja keine eine. Ah, dieser Busch. Die Ansicht versaut. Oh ja, geil. Oh, ich glaube, da hinten kommt jetzt dann die Umfahrung für Innsbruck. Im Brenner hoch. Ja, ich nehme mal ein bisschen Piano machen. 10,3. Nach wie vor grüne Welle. Könnte jetzt vielleicht deswegen sein, weil ich da in Jembach ein bisschen gestanden bin. $120. Das bekommst du. Das müsste eigentlich auch ein geiler Schutz sein, also in der Kurve drin. EB 140 Direction Kufstein. Wir fahren komplett in die andere Richtung. Oh, da hinten Perfen Zwerg. Ah, die Lok zieht einfach zu gut. Ach cool, jetzt sehe ich es erst, weil immer noch wieder Brenner eingestellt ist. Und aktuell... Jetzt, wo denn Schmackes? Ja, mach doch was.
Also, ah, die Speisepumpe. Okay. Oder eigentlich hier für einen Regler. Oh, ist das die Schmierung da unten? Ja, es muss. Ja, muss es eigentlich sein. Moin. Fritzens Watzens. Aber schon cool. Ja, die hat jetzt natürlich einiges zu tun mit dem Speed. Oder ja, nichts heiß laufen hier. Ja, da hinten müsste es jetzt sein, wo es dann in den Tunnel reingeht. Es ist so plus, wie das die Stelle in Stellwerk sind, wo dann der Stellwerk in nach Vierhall in Tirol anfängt. Also kurz davor, also würde man sagen, dann hier. Da hinten. Ja, hier. So, dann haben wir das Speed weg. Ja, da habe ich jetzt einen Hirnfurz. Ich meinte, doch. Ah, okay, weil da hinten, da steht es dann auch. Tunnel. Wir sind zu früh. Eigentlich schon faszinierend, was man mit ein bisschen Hitze, ein bisschen ist relativ, und was das alles anstellen kann. Wenn man dann hier mit 140 durch die Gegend fahren kann. So vereinfacht. So, da ist der Übergang. Hat es jetzt aber hinten auch gerade wieder umgeschalten. Hätten wir jetzt reinfahren können, dann wollten wir nicht zum Brenner fahren. Sweet Drive würde auch bis zum Brenner gehen. Aber ich habe gesagt, wir machen nur Innsbruck. Das erste. Das ist jetzt eigentlich noch ganz ideal für den Kesseldruck, dass der sich... Oh, da hinten ist schon der Hall. Das kam jetzt ein bisschen schnell. Ich muss runter. Warum ist da die PCB jetzt mit angegangen? Hä? Und wieder aufgehört. Was war das denn jetzt? Herzlich willkommen in Hall in Tirol.
heute mal mit ein bisschen flotteren Einfahrt. So, aber hat noch geklappt. Hey, mal kurz nach oben. Schauen wir mal ganz kurz Halle an. Weil so wahnsinnig viel los ist hier ja gar nicht. Man denkt, im Stellwerk sehen wir davon ja auch nur leider einen kleinen Bruchteil. Hey, wo gehst denn du hin? Ah, die Industrie da hinten. Alle klar, hier geht's auch nur rein. Und Ablauf. Moment mal. Was nutzt? Moment, ich glaube, ich bin jetzt gerade ein bisschen falsch. Das ist eine. Gut, hier. Ist hier der Ablaufberg gone? Oder ist das quasi hier so gemeint, dass sie dann hier so reinfahren in den Stellwerksim? Vom Ablaufberg. Also ehemaliger Ablaufberg hier. Müsste eigentlich schon die Stelle da sein. Und dann können sie hier ein bisschen rumwüten. Sollen wir nachgucken. Ui, da ist aber noch ein schönes Depot hier. Da wurde ich die besten Zeiten schon hinter sich. Sogar noch recht lang. Für die Wagenstandsetzung. Mann. Bin natürlich nicht vorbereitet und habe Infos für Halle in Tirol. Naja, was soll's. Gut, gibt noch mal ganz kurz einen kleinen Cut für euch. Bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder da. Ich würde sagen, bereit zu öffnen. So. Einmal Bremsen lösen. Dankeschön. Geil. Ich bin glücklich. Ich habe jetzt vorher mal ganz kurz auf der Homepage von The Forge ein bisschen geguckt, was sie noch für andere Spielzeug haben. Wir haben auch die WR41 Reco Pack, momentan für 10 Pfund. Ich habe mir das Video von denen kurz angeschaut zu der Lok. Ja, sieht ziemlich geil aus. Klingt auch ziemlich geil. Ich glaube, die hole ich mir als nächstes. Und dann machen wir mit der mal eine geile Güterfahrt oder sowas in der Art. Gut, gehen wir mal ein bisschen mehr Druck drauf. Also wenn ich es bis Innsbruck schaffe, ohne eine einzige Zwangsbremsung, dann kann man es wieder im Kalender markieren. Wicket auf achten, Innsbruck Einfahrt ist langsam. Hat der Rauch hier beim Schornstein. Sieht ja auch geil aus da mit diesem Dreieck quasi.
Sie hat es leider jetzt noch nicht gemacht, aber die kann, je nachdem, wie sie gerade geheizt wird, auch hier vom Rauch richtig schwarz werden. Und dann bläst sie da voll raus. Ja, Temperatur. So niedrig. Kesseldruck. Naja. Das Geile ist, bei der BR 41, was ich da gesehen habe, da ist ein Heizer mit dabei, der dir die Signale ansagt. Also wie Signal halt, langsame Fahrt und so. Das stelle ich mir schon noch spannend vor. Dann für so wenig Geld. Sind die Typ Z Tank, Tankwagen mit der UCS. Dann gibt es noch realistische Sounds von Train Team Berlin von den Güterwagen. Und zwei Szenarios für die Berlin-Leipzig-Route von Aerosoft. Ah, ich weiß nicht, ob ich gerade die Strecke nehmen werde. Und ein Haufen Pro-Features, was so alles umgesetzt ist. Da hinten kommt die 80. Und sogar 70, aber dann haben wir es jetzt nach Innsbruck geschafft. Das ist irgendwie ein komisches Bremsverhalten. Sobald ich die Bremse auf Running stelle, der bremst wie noch mal so stärker rein, bis er dann löst. Schönheit. Na komm, einbremsen bitte, danke. Sauber. Immer hier noch eine schöne Einfahrt. Yes. Meine Damen und Herren, nächster Halt Innsbruck-Hauptbahnhof, unser Endhalt für die heutige Tour. Wir bitten Sie alle auszusteigen.
So, ja, gehen wir auf die andere Seite. Wunderbar. Gut, gefällt mir. Wir haben es geschafft, liebe Leute. Ohne Zwangsbremsung. Stimmt. Irgendwie mit 500er. Wo war der jetzt gewesen? Naja. Gut. War eine sehr angenehme Fahrt. Ich muss sagen, die Lok macht richtig viel Spaß zum Fahren. Vielleicht irgendwann mal in Advanced. Vielleicht will ich da mal ein bisschen reintrauen. Muss ich mal belesen, wie die dann zu fahren ist. Aber so in dem Modus ganz nett. Ja, ich denke mal, die BR44 schauen wir als nächstes an. Im Rekobeck. Und diesmal mit der Güterzugfahrt. Da freue ich mich schon drauf. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Und dann bis bald. Ich wünsche euch eine gute Fahrt. Ciao.